Hallo, liebe Klemmbausteinenthusiasten und alle, die es noch werden wollen. Willkommen zu einer neuen Folge. Achtung, Verwechslungsgefahr. Wir befinden uns im Teil 8 und heute gibt es, wie versprochen, etwas ohne Räder. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt etwas ohne Räder. Und zwar dünn, lang, also hoch und sehr bekannt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und zwar geht es heute um zwei wunderschöne Modelle aus Klemmbaustein, beziehungsweise aus Nanostein. Sind ja auch im Prinzip Klemmbausteine. Und wir machen jetzt einfach mal die Draufsicht. Ja, und ich reiße mal wieder was kaputt. Wobei das eigentlich auch weg kann, weil es meiner Meinung nach hier nicht hingehört. Aber das ist typisch Wangi. Wer Wangi kennt, weiß es. Diese Ketten hier drumherum. Ja, das ist jetzt die Draufsicht. Das ist jetzt nicht so spektakulär, außer wenn man es so vielleicht sieht, dann kann man schon eine gewisse Höhe erahnen. Natürlich, es geht um den schiefen Turm von Pisa. Und hier haben wir das Nanomodell dazu. Das ist natürlich dann im Vergleich sehr klein, aber ich dachte mir, von der Draufsicht her ist jetzt gerade mal so, ja, der ideale Punkt, wie man das Ganze betrachten kann, von der schieren Größe her einfach. Ich finde es einfach enorm und ich finde, beide haben so ihren Reiz. Der hier ist natürlich detaillierter aufgrund der Größe. Der hier ist aber viel, viel schöner aufgrund des ganzen Drumherums. Wir haben hier den Dom im Hintergrund, ein Teil davon zumindest angedeutet mit der Parkanlage. Das finde ich richtig toll und das hätten sie hier auch machen können durchaus. Weil nur einfach den Turm, das sieht meiner Meinung nach nicht so toll aus. Wenn ich gleich die Kamera nochmal wechsle, dann seht ihr das auch. Ja. Und hier ist natürlich, oh, das hat mich viele Nerven gekostet, in dem Maßstab echt so genau immer wieder das Gleiche zu machen, das war nicht so schön. Andererseits, es hat mich auch abgelenkt. Also, ja, sie haben schon beide ihren Reiz, ich kann sie beide empfehlen. Und ich habe gerade mal die Seite geöffnet, ich habe es bei AliExpress damals gekauft. Ich kannte damals ja nur AliExpress bzw. Wish vorher. Und, oh, das ist ganz schön dreckig. Es hat ganz schön Staub angesetzt. Das muss mal sauber gemacht werden. Ja, gut. Bevor es gleich in die Nahansicht geht, mache ich es einmal sauber. Davon kriegt ihr dann aber nichts mit. Genauso wie der. Ja, steht halt eine ganze Weile. Gut, der steht noch nicht ganz so lang. Der steht jetzt erst seit Dezember letztes Jahr. Also fast ein Jahr. Aber der hier steht schon seit Juli 19. Ja, den habe ich damals sogar an einem Ort aufgebaut, wo man eigentlich eher selten Klemmbausteinsets baut, nämlich in einem Wohnwagen. Ja gut, den habe ich jetzt nicht mehr. Aber da habe ich das aufgebaut und das war mega cool. Ich war quasi auf Montage, ich war im Außendienst für Bofrost und ja, damit ich nicht jedes Mal diese weite Strecke fahren musste zu der Niederlassung, habe ich mich mit meinem Wohnwagen dahingestellt und habe dann quasi dort auf dem Hof übernachtet. Ja, und dann habe ich mir ein bisschen was zu bauen mitgenommen, unter anderem den hier. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Ja, gut, ich wechsle die Kamera und zeige euch dann mal kurz Details hierzu. Ich habe nämlich noch tatsächlich die Kaufübersicht, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt alles gekauft habe und zu welchem Preis und ja, was es jetzt kostet. Sind ein paar Unterschiede, aber es ist nicht wirklich viel mehr. Es ist quasi inflationsbedingt, kann man sagen, ja gut, 2 Jahre später, keine 2 Euro mehr, ist in Ordnung. Aber seht ihr selbst. So, da habe ich einfach mal die Seite, was ich zu dem Zeitpunkt alles so gekauft habe. Und da findet ihr hier von YZ den schiefen Turm von Pisa mit dem Dom im Hintergrund. Das finde ich halt das Gute, dass dieser Santa Maria Assunta Dom dahinter ist. Zumindest angedeutet, ein Teil der Fassade. Und ich habe 18,36 Euro bezahlt am 31. Juli 2019. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich auch die Titanic in Nanoblöcken gekauft und den Mini Cooper und von LOZ den Käfer. Ja, die habe ich zum gleichen Zeitpunkt gekauft gehabt und achso, und die Vespa auch von LOZ, genau.
Und kurz davor, am 2. Juli, hatte ich das Traumschiff gekauft gehabt, mein allererstes Nano-Set. Und dazu gibt es auch nochmal ein Review, das ist einfach nur genial. Kann ich nur empfehlen. Und vor allem, was ich bezahlt habe, 55,62 €. Wenn man jetzt sucht, kriegt man noch etwa den gleichen Preis. Wenn man die schnell haben will und nicht lange suchen möchte, dann findet man das fürs ungefähr das Doppelte. So 90 € rund ist dann nichts Seltenes. Ja, das dazu erstmal. Und wenn ich das jetzt anklicke, dann haben wir das Aktuelle und aktuell kostet es 20,35 €. Also es ist ungefähr 2 € gestiegen, was eigentlich immer noch gut ist. Also selbst für den Preis würde ich es mir noch holen. Aber ich habe es ja nun. Und es ist einfach nur schick und macht Spaß zu bauen. Da haben wir jetzt eine andere Perspektive. Kommen wir einmal zu dem Modell von YZ. Übrigens, was noch zu erwähnen sei, beide Modelle sind aktuell verfügbar bei Bluebricks. Und wir haben gerade gesehen, das hier kostete beim gleichen Händler, wo ich es damals geholt habe, 20,34 €. Bei Bluebricks, wahrscheinlich dann sogar mit OVP, 19,95 €, finde ich, ist ein guter Kurs. Ist ein sehr guter Kurs. 19,95 € kann man durchaus machen, weil wir sprechen hier von immerhin fast 2000 Teilen. Und ja, machen. Empfehlung, ganz klar. Vor allem, wie gesagt, mit der Fassade vom Dom dahinter. Ich meine, gut, wenn der ganze Dom, das wäre dann nochmal bis hierhin ungefähr, Minimum. Das ist ja auch ein Riesenkomplex. Der Maßstab passt jetzt nicht so ganz wirklich, weil der Dom ist viel kleiner als der Turm. Normalerweise müsste der Turm entweder noch ein bisschen größer oder der Dom noch ein bisschen kleiner, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht gemacht. Ich glaube, es steht auch zu nah beieinander. Es müsste eigentlich ein Stückchen weiter weg, also normalerweise fängt der Dom ungefähr hier an, jetzt vom Maßstab her passend gesehen. Aber ja, es ist schon ganz gut. Ich finde es richtig, richtig gut. Und er hat auch eine ordentliche Schräge. Er ist halt hier auch nur auf einem Balljoint quasi in der Luft aufgesteckt. Das kann ich euch zwar zeigen, aber dann kann es passieren, dass das ganze Ding auseinanderfällt. Die Klemmkraft ist nämlich wirklich enorm. Und das lasse ich jetzt lieber. Also ihr müsst euch das vorstellen wie früher bei den Autos die Anhängerkupplung. Ihr habt die Kugel und ihr habt diese Fassung, wo die Kugel reinpackt. Und das ist dann hier mit einem Brick erhöht, sodass es, auch, dass es die eine Seite anhebt. Ne? Ihr seht das, dadurch ist er schräg, weil so wäre er ja gerade. Auf der Höhe ist quasi der Anschluss und dann fällt die eine Seite einfach runter, weil es höher ist an der Stelle. Ist schwer zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich echt sehr, sehr, sehr gelungen. Ja, und den großen von Wangi, den kriege ich hier gar nicht komplett auf die Linse. Bei dem finde ich halt gut, dass da alles bedruckt ist. Ich meine, es ist nicht viel, aber es sind hier die Embleme, es ist die Beschreibung, also beziehungsweise ja, die Infofliese. Ich komme nicht drauf. Ja, die Bezeichnung halt. Die Tafel ist halt bedruckt über mehrere Fliesen, wie wir es von Wangi kennen. Das ist eigentlich auch schon alles, was bedruckt ist, aber es ist halt bedruckt. Das finde ich sehr gut. Und auch so, diese Säulen, die da benutzt werden, finde ich sehr gut gemacht. Das sind so, nach vorne hin haben die hier so diese Riefen und nach hinten hin sind sie eckig. Ich weiß nicht, ob ich hier eine mal abkriege. Die Klemmkraft ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Sie geht zwar deutlich besser, das ist jetzt nur hier so schwer, ja, weil das hier alles miteinander verbaut ist. Ich müsste hier erst was abnehmen und dann da was abnehmen. Nee, das lassen wir. Also, die Klemmkraft ist, sagen wir mal, ganz gut. Sie ist besser als Bluebricks teilweise. Wobei Bluebricks mittlerweile auch die letzten Modelle, die ich gebaut habe, echt sehr gute Klemmkraft hatte. Also der Kit, den ich jetzt hatte, der war von der Klemmkraft her echt wow. War nicht super, fand ich echt super. Bei Wangi ist es minimal schlechter als das, was Bluebricks jetzt bietet. So muss ich es eigentlich beschreiben.
Aber immer noch vollkommen ausreichend. Also da gibt es nichts zu meckern. Das hält. Auch wenn man das hin und her schiebt oder hochhebt. Ja, ich würde sagen, ich komme zu den Daten. Mir fällt jetzt sonst nichts mehr ein, was ich noch erwähnen könnte. Wir haben einmal erstmal die Bezeichnung. Der hier nennt sich der schiefe Turm von Pisa und dieser hier schiefer Turm von Pisa. Also kein großer Unterschied. Hier haben wir die Firma Wangi und hier haben wir die Firma YZ Diamond. Und bei dem großen haben wir lediglich 1344 Teile, 1334 Teile, Entschuldigung. Und bei dem kleinen 1944 Teile. Das ist enorm. Dadurch, dass wir hier noch viel rundrum haben, haben wir aber etwa die gleiche Fläche, nicht ganz. Wir haben hier 17,5 cm in der Breite und in der Länge. Hier haben wir 16 cm in der Höhe. Allerdings unterscheiden die sich ja sehr, sehr, sehr deutlich. Wir haben hier 22 cm und dort 49,9 an der höchsten Stelle gemessen. Ja, Klemmkraft habe ich gesagt, diese hier ganz gut im Vergleich zu der sehr gut. Also die Klemmkraft ist nochmal ein Tucken besser. Wobei es kann sich mittlerweile auch geändert haben, denn ich habe gehört, mittlerweile gibt es bei Nanos jetzt hier und da auch mal ein paar kleine Ungleichheiten, Schwierigkeiten. Es gibt da mittlerweile auch die Nanoblocks von so vielen verschiedenen Herstellern. Das war ja damals nicht. Als ich das geholt habe, 2019, da, ja, da waren die noch gänzlich am Rande des Bekannten. Also kaum einer kannte Nanoblocks. Und ich war die schon fleißig am Bauen und ich fand die schon damals super. Aber damit stand ich auch ziemlich allein auf weiter Flur, weil die meisten finden die einfach zu mickrig. Ich weiß nicht wieso. Es macht mega Spaß. Es ist was völlig anderes mal als normales Bauen. Weil man hat nur quasi Standardsteine, man hat nicht irgendwelche speziellen Molds. Und trotzdem gelingt einem damit eine richtig schöne Geschichte, eine richtig schöne Fassade, ein richtig schönes Monument. Je nachdem, was man damit baut. Finde ich einfach nur gigantisch. Und ja, Preise habe ich erwähnt. Damit haben wir die Daten auch komplett. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer dass ich sie beide auf ihre Art schön finde. Bei dem vermisse ich, wie gesagt, dieses, dass er alleine steht. Dadurch wirkt er so unfertig. Ich weiß es nicht. Der ist nicht so schön wie das hier. Mit einer schönen Landschaft drumherum, mit dem Dom im Hintergrund. Klar, das könnte ich jetzt bei dem selber bauen, aber nee. Nee. Vor allem müsste ich dafür die passenden Steine haben oder erst besorgen. Und da hapert es im Moment. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, sofern ihr ihn auch mögt. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr auch immer eine Info, wenn es was Neues gibt. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Außer habt eine tolle Zeit. Baut, was euch immer euch beliebt oder alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!